fresh future. Willkommen bei Fresh Future. In unserer Gastro-Special-Serie stellen wir heute freie Ausbildungsplätze in einem Gourmet-Restaurant und Spa-Hotel der Superlative vor. In der kleinen Gemeinde Thonbach finden wir großes Fachwissen und freundliche Menschen. Katrin Bese war vor Ort und berichtet über Ausbildungsmöglichkeiten unter dem Sternenhimmel in Baiersbonn im Schwarzwald. Ein Eldorado für Touristen und Wanderer ist die Gegend um Baiersbronn. Hier offenbart sich der Schwarzwald mit vielfältiger Flora und Fauna und insbesondere mit der Spezies Sterneköche, die vorwiegend in Luxushotels anzutreffen sind. Ein besonders bekannter Ortsteil von Baiersbronn ist die Gemeinde Thonbach mit rund 850 Einwohnern. Besonders bekannt und das ohne Übertreibung weltweit, weil sich hier das 5-Sterne-Superieur-Hotel Traube Thonbach befindet. Das wären ja recht dünne Spätzle, gell? Ja, das wären dünne, deswegen muss man auch hier den Teig schön dünn auf dem Brett ausziehen. Und links und rechts ein bisschen zur Seite schaben, weil sonst haben wir am Schluss so ganz lange Spätzle, ungleichmäßig. Ich denke mal, Übung macht den Meister. Das heißt, die werden schon mundgerecht fertig zubereitet. Richtig, ja. Die sollen ja alle ungefähr gleichmäßig aussehen, was natürlich, also es wird nie ganz perfekt sein. Welches Ausbildungsjahr sind Sie? Ich bin jetzt im zweiten Ausbildungsjahr, habe angefangen in zum 1. September 2012. Bin jetzt also 14, 15 Monate schon dabei und ja, immer noch zufrieden, es macht Spaß, fühle mich hier sehr wohl, habe tolle Chefs, tolle Kollegen, kann mich also nicht beklagen. Im Restaurant Silberberg ist der Herr Fried, der Küchenchef hier. Ich würde Sie gerne fragen, Herr Fried, was für Anforderungen stellen Sie an die Auszubildenden, die bei Ihnen ihre Ausbildung absolvieren? Also wichtig ist natürlich, dass es Spaß und Freude an dem Berufsbild haben. Und wir trainieren unsere Lehrlinge darauf hin, natürlich ein hohes Qualitätsbewusstsein zu erlernen für ihren späteren Berufsweg, ein gutes Sprungbrett zu sein auch natürlich. Und Liebe, Handgeschick gehört ganz sicherlich dazu. Zu Ihnen, Sie machen eine Ausbildung hier. Sie haben mir gerade ein bisschen erklärt schon, wie man Spätzle schabt. Sind Sie denn zufrieden? Durchlaufen Sie in den 3 Jahren, geht die Ausbildung, 3,5? Ja, genau, es ist eine besondere Ausbildung. Ich mache das KSM-Modell, das heißt Küchen- und Service-Management mit so einem wirtschaftlichen Zusatz. Okay. Wie der Herr Fried es gerade schon erklärt hat, als Sprungbrett für die Spitzengastronomie, sagt man auch gerne. Und mir macht sehr Spaß. Ich habe davor mein Abitur gemacht. Bin jetzt Anfang zweites Lehrjahr, habe schon verschiedene Stationen durchlaufen, unter anderem hier in dieser Küche im Silberberg, den Frühdienst, den Spätdienst, welcher das Bistro im Schwimmbad kocht, dann einzelne Posten, ebenfalls war ich auf der Blockhütte, wir haben noch so eine schöne Wanderhütte oben im Wald. In Meersburg haben wir auch noch ein Schloss, wo verschiedene Caterings und so stattfinden, Hochzeiten, da war ich auch bereits schon, also ich muss sagen, ich bin schon viel rumgekommen in der kurzen Zeit und es macht wahnsinnig viel Spaß. Kommen Sie denn aus Baiersbronn oder aus der Umgebung? Nein, ich komme vom schönen Bodensee, also aus Ravensburg. Wo wohnen Sie denn dann? Jetzt hier, circa 2 Kilometer entfernt, habe ich mir mit einem Kollegen zusammen eine schöne Wohnung gesucht, um auch so ein bisschen Abstand von der Arbeit zu haben, um sich auskurieren zu können und am nächsten Tag wieder fit und mit vollem Bewusstsein einsteigen zu können. Ich kann mir nur vorstellen, dass viele Jugendliche, die gerne in die Hotellerie möchten, einfach auch nervös sind oder Angst haben, sich bei Ihnen zu bewerben, weil Sie ja so ein toller Betrieb sind. Ich denke, das wird dann einfach auch schwierig für die Auszubildenden, hier reinzukommen. Welche Anforderungen müssen Sie denn erfüllen? Das ist natürlich immer etwas, was wir dann auch von den jungen Leuten gesagt bekommen, dass sie sich nur überwinden konnten, sich zu bewerben. Ganz im Gegenteil. Wir freuen uns über jede Bewerbung. Wir sind natürlich auch immer gespannt. Und es ist auch gar nicht so, dass wir wirklich die Zeugnisse, die mitgeschickt werden, akribisch durcharbeiten, sondern wir sind interessiert an Persönlichkeiten. Wir sind interessiert an dynamischen jungen Leuten, die was erreichen wollen, die was machen wollen.
und die auch was bewegen wollen. Und da hat man eben in der Gastronomie eine tolle Chance. Wir haben keinen Numerus Clausus. Wir freuen uns über jeden Abiturienten. Wir haben aber auch bei uns in der Ausbildung mittlerweile durch die Angebote, die die Berufsschulen eben auch anbieten, verschiedene Möglichkeiten für die einzelnen Persönlichkeiten. Und ja, wenn man sich nicht bewirbt, kann man das nie rausfinden. Wir führen ja die Bewerbungsgespräche mit jedem, also für die 80 bis 100 Stellen, die wir jedes Jahr neu besetzen, führen wir 400, 450 Bewerbungsgespräche. Das heißt, wir sind wirklich interessiert, die Persönlichkeit der Leute kennenzulernen. Und da ist der ein oder andere dabei, der gedacht hätte, mit seinem Zeugnis wird er hier sicher nicht angenommen. Aber die Persönlichkeit ist das Einzige, was wir nicht schulen können. Alles andere kriegen wir schon hin. Ja. Haben Sie denn für 2014 noch freie Stellen? Für 2014 haben wir noch freie Stellen. Wir versuchen natürlich auch immer wieder so viele Gespräche wie möglich zu führen. Viele entscheiden sich auch nochmal kurzfristig um, wenn sie zwei Zusagen bekommen haben. Also ganz unbedingt noch bewerben für 2014. Freuen wir uns. Nachfolgende Unternehmen haben Ausbildungsplätze zu vergeben. Das 5-Sterne Superior Hotel Traube Thonbach bietet ab 1.7.2014 folgende Ausbildungen an. 3 Ausbildungsplätze zum Hotelfachmann oder Restaurantfachmann, 10 Ausbildungsplätze zum Hotelfachmann oder Restaurantfachmann, FHG mit einer Zusatzqualifikation zum Hotelmanager ist möglich. 5 Ausbildungsplätze als Koch, FHG-Modell möglich. Das Spa- und Golfhotel der Öschberghof bietet ab 1. August 2014 folgende Ausbildungen an. Auszubildende Köchin oder Koch, Auszubildende Köchin oder Koch FHG, Auszubildende für das Restaurantfach, Auszubildende für das Restaurantfach FHG, Auszubildende für das Hotelfach, Auszubildende für das Restaurantfach mit Zusatzqualifikation. Die Firma Sushi Circle bietet für das Jahr 2014 Ausbildungsplätze zur Fachkraft für Systemgastronomie. Die Zinsendorf-Schulen in Königsfeld bieten eine Vielzahl von Fachschulen. An den Berufsfachschulen Hauswirtschaft sowie Wirtschaft können Absolventen der 9. oder auch 8. Klasse in 2 Jahren die mittlere Reife erlangen. Staatlich geprüfte Erzieher bzw. Jugend- und Heimerzieher bekommen an der Fachschule für Sozialpädagogik eine fundierte Ausbildung. Anmeldung jederzeit. Der hochdekorierte und doch eher bescheiden wirkende Sternekoch Harald Wohlfahrt hat nicht zuletzt zum guten Ruf dieses wunderbaren Hauses beigetragen. Und jetzt das Schöne, wir dürfen einen Blick hinter die Kulissen werfen. Kommt mit! So, Harald Wohlfahrt steht jetzt neben mir. Ich bin mir sicher, dass ich viel nervöser bin als er. Harald Wohlfahrt, kann ich Sie fragen, was macht das Restaurant zu was Besonderem? Gut, so ein Restaurant ist einfach ein gesamtheitliches Erlebnis. Ich sage immer, gute Gastronomie beginnt beim Empfang des Gastes, hört auf bei der Verabschiedung. Die Summe mit der Dinge, die man da erlebt, wie wird der Gast empfangen, wie wird er platziert, wie ist das Verkaufsgespräch, für was für Speisen unterscheidet er sich, was serviert nachher die Küche, bis letztendlich ja, zum grünen Abschluss beim Dessert irgendwo man ankommt. Das macht das Gastroerlebnis aus und das soll auch was Besonderes sein. Sie sind hier im Schwarzwald aufgewachsen? Ich komme hier aus dem Nordschwarzwald, bin also der Region immer treu geblieben. Ich fühle mich auch sehr wohl hier in dieser Region und da möchte ich auch, denke ich mal, die nächsten Jahre noch verbringen. Frau Ochsenschläger, in welchem Ausbildungsjahr sind Sie? Im 3. Im 3., das heißt, Sie sind fast fertig? Ja, genau. Haben Sie denn vor, danach in der Traube Thonbach zu bleiben? Wenn sich was Schönes ergibt, dann sage ich da nicht nein. Aber auch die Möglichkeiten danach sind ja eigentlich relativ groß, oder? Sie können ja verreisen, aufs Schiff gehen, ins Ausland. Ich denke, die Traube Thonbach bietet da viele Möglichkeiten. Genau, also wir bekommen auch viel gezeigt und viele Möglichkeiten gegeben. Was sich dann ergibt, ist noch offen, aber ja, ich bin mal gespannt. Das ist ganz toll, dass wir jetzt eine Auszubildende auch mal im 3. Lehrjahr hier haben. Das heißt wirklich, Sie sind fast fertig und ich kann Sie einfach auch fragen, so im Rückblick auf die 3 Jahre, was hat Ihnen besonders gut gefallen oder was würden Sie den Jugendlichen da draußen sagen, warum eine Ausbildung in der Traube Thonbach? Man lernt unheimlich viel über sich selbst, seine Stärken, seine Schwächen, was einem wirklich Spaß macht und auch durch die verschiedenen Abteilungen, durch die verschiedenen Bereiche, die man geht. Man lernt unglaublich viel und sieht halt, was es alles gibt und was es für Möglichkeiten gibt und demnach auch für danach
was man machen könnte, wo man bleiben könnte. So, also wir haben hier gerade einmal die Pfifferlingstrompeten ansortiert. Ganz kurz gewürzt mit Salz, Pfeffer, das war's schon. Kommt nachher auf den Teller. Jetzt müssen wir einfach noch die Spätzle heiß machen, das Fleisch nochmal arrosieren und dann sind wir soweit schon fertig und können anrichten. So, jetzt wird hier einmal das Hirschkalb nochmal kurz ein bisschen angebraten, kommen ein paar Schalotten dazu, nennt man auch die Zwiebel der Spitzengastronomie. Sie ist einfach nicht so zwiebelig, ein schönes fruchtiges Aroma. Braten wir jetzt nochmal von allen Seiten an, ein bisschen Knoblauch auch noch dazu fürs Aroma. Muss schön heiß sein, dass wir schnell ein Röstaroma herkriegen und das Fleisch in seinem Garpunkt nicht mehr groß verändern, weil das ist jetzt bereits richtig. Dann haben wir hier ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Thymian fürs Aroma dazu, geben gleich noch ein bisschen Butter drauf, würzen das und dann sind wir soweit fertig. Dann haben wir hier einen Mantel vorbereitet aus ein bisschen Koriander, ein bisschen Wacholderbeeren, ein bisschen dunkle Schokolade, schön gerieben, ein bisschen Petersilie klein gehackt und ein bisschen Haselnussgrieß. Da rollen wir jetzt das Fleisch einmal durch, ja, um dem Ganzen visuell auch noch einen schönen Schmankerl zu verleihen. Und geschmacklich passt es auch sehr gut zum Wild. Bisschen Schokolade, das haben wir auch in unserer Wildjus drin. Etwas Schokolade passt sehr gut vom Geschmack. So, ich muss es jetzt vorsichtig rausheben, damit ich die Schokolade nicht zum Schmelzen bringe mit meinen Händen. Schokolade, der Traum aller Frauen. Ja, richtig. So, schneide ich einmal vorne und hinten die Enden ab. Woran sehen Sie, dass das jetzt gut ist, das Fleisch? Vom Garpunkt. Es muss innen, das wir zeigen, einen schönen rosa Kern haben. Ja. Dann ist das Fleisch nach unserem Verstehen gar. Sprich, so servieren wir das. Der Gast wünscht es sich so. Es gibt natürlich auch Leute, die möchten es eher durchhaben. Das ist für uns natürlich auch kein Problem. Wir haben hier eine schöne Leine gezogen aus Selleriepüree. Haben hier oben noch einen Kräuterseitling und unsere ansortierten Pilze. Dann haben wir hier noch ein kleines Bett gemacht aus Hokkaido-Kürbis. Den haben wir davor schon ansortiert mit ein bisschen Grünkohl. Ein paar Preiselbeeren oben drüber. Ich setze jetzt mein Fleisch auf das Püree. Also, keine Angst vor großen Namen. Mit einer Bewerbung macht ihr garantiert nichts falsch. Bei uns war's das für heute. Ich würde mich freuen, euch in 14 Tagen wieder bei Fresh Future zu begrüßen. Bis dahin immer schön fresh bleiben. Eure Tiffany Worosch.